Herzlich willkommen zu einem neuen NES Let's Play. Nachdem ich ein paar wirklich gute Teile gezockt habe in letzter Zeit, habe ich mir gedacht, ich nehme mir mal absichtlich was richtig Schlechtes vor und bin bei Athena gelandet. Ich hoffe, man spricht es auch so aus. Ja, die Aufmachung des Spiels sagt schon mal einiges. Das Cover und der Startscreen. Ich bin auf Schlimmes gefasst. Ich muss sagen, ich habe selbst noch nie gezockt. Ich habe von dem Spiel auch noch nicht wirklich was vorher gehört. Außer, dass es schlecht sein soll. Aber ich will es jetzt genau wissen. Schauen wir mal. Ah ja. Gold-Effekt. Okay. Ein Spiel mit weiblichen Hauptcharakter für die damalige Zeit ja eher untypisch. Gibt's ja auch heutzutage immer noch nicht allzu oft. So, ich kann es gar nicht hier. Ich kann hier ein bisschen springen. Ah, was? Hä? Will springen? Warum springt er manchmal nur ein bisschen? Warum springt sie manchmal nur ein bisschen? Hä? Hoch? Hoch? Hä? Macht doch genau das Gleiche. Warum springe ich manchmal nicht so hoch? Ja. Whatever. Okay. Und mit B kann ich kicken. Cool. Gut. Select macht einen schwarzen Bildschirm. Was? Ist euer Ernst? Select macht schwarzen Bildschirm? Ah! Okay, weil ich nur Glück, dass ich nicht gestorben bin. Ach, so viele Assets gibt's, ein Wahnsinn. Jetzt, die Bäume wiederholen sich schon. Nach dem zweiten Meter laufen. Aha, was habe ich jetzt? Habe ich irgendwie was? Ein cooles Jojo oder was ist das? Was ist das? Pflanze? Ah. Mit den Baum kaputt machen? Nein. Aber ich kann drauf hüpfen. Ja. Ich mag darüber hüpfen. Die Steuerung ist ziemlich grottig. Aber es könnte schlimmer sein. Also, könnte viel schlimmer sein. Ah, da kommt ein neuer Gegner. Auch platt machen. Ah, da kommt Schleim raus. Ja, der ist lieb gemacht. Ist ganz nett gemacht, der Schleim da, der aus dem Baum da rauskommt. Man kann graben. Hey. Was ist das da? Ah, ich habe es anders angezogen. Cool. Bringt das auch irgendwas? Weiß man nicht. Grab mich dann mal weiter durch da. Aha, da ist schon irgendwas. Was ist das? Da habe ich schon wieder irgendwas anderes. Ist das ein Schutzschild hier? Hm. Okay, da komme ich nicht durch. Da muss ich... Ah, ich kann da auch alles abbauen. Okay, greif drauf. Ich möchte nach links wieder zurück, damit ich darauf gehen kann. Okay, das geht nicht. Ich kann nach rechts. Aber ich kann nicht drauf. Oh ja. Warum man manchmal hochhüpft und manchmal nicht hochhüpft? Also das verstehe ich nicht. Was das soll. Man kann die Steuerung doch nicht so verhunzen, dass das unabsichtlich ist. Mach ich
Mache ich das da jetzt auf, da? Pause. Aha. Wir auf Select gedrückt und... Ah! Wie komme ich da durch? Ah! Jetzt bin ich tot. Aha. Eine Animation für Sterben. Wundervoll. Schwarzer Bildschirm. Okay. Von vorne. Na, ich meine, es ist jetzt schon schlecht, aber. Schlimmer sein können. Mache ich jetzt einen Hammer? Geld, was bringt mir das Geld irgendwas? Weiß mir nicht. Herzen auf Apple einsammeln. Da, da. Jetzt hole ich mir nicht mehr alles. Das gehe ich dann einfach mal gescheit durch. Da, da. Nein, Speedrun! Nein, Spaß. Stirb, komischer Pferdekopf. Ah, abgeschützt mit. Warum, wenn es nicht immer hochhüpft, das macht mich fertig. Wenn man manchmal eben nicht hochhüpft, das verstehe ich nicht. Sehr gut, Herzzahl. Ah, das Extra-Leben gesammelt. Das ist ja schön. Start machen. Es ist ein bisschen manchmal schwer zu sehen, was jetzt irgendwie ein Extra ist zum Einsammeln und was einfach nur ein Schwammerl ist, das herumsteht. Ich würde eigentlich gern weitergehen. Geht einfach mal weiter. Grafikfehler. Also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob diese Grafikfehler vielleicht nicht einfach am Emulator liegen. Das mag sein. Na. Kommen wir jetzt unendlich wieder raus? Ah, ich habe nicht mehr viel Leben. Es ist schon irgendwie fragwürdig, das Game. Wo muss ich jetzt hin? Muss ich jetzt runterhüpfen oder was? Tatsächlich! War mir jetzt nicht sicher, ob ich da jetzt nicht vielleicht tot bin. Ja. Es ist schon grottig, mal ehrlich. Es ist zwar nicht ganz so grottig wie erwartet, aber es ist grottig. Oh, was ist denn da für ein Gegner gewesen? Aus dem Nichts schießt der Pfeile. Okay, und wo fange ich jetzt wieder an? Von ganz vorne? Echt? Ma. Also ich muss sagen, wie lange spiele ich es jetzt? 9 Minuten? Habe irgendwie nicht mehr allzu viel Bock drauf. Wird ein kurzes Let's Play, Leute. Na. Mal schauen, wie weit ich noch komme, aber... Ah, Helm. Okay, den hatte ich noch nicht. Ah, der Gegner haut Schleim raus. Okay. Ja, die Musik ist auch ordentlich nervig. Was ist mit den Power-Ups, dass man eine Rüstung anziehen kann? Ich meine, das ist eine ganz nette Idee. Das sieht man so nicht allzu oft bei NES-Games. Ich kann den nicht treten, warum nicht?
Es ist so irgendwas, die Musik. Es ist furchtbar. Die Musik ist schrecklich. Also, wie gesagt, angeblich eines der schlechtesten NES-Games. Nachdem ich beim letzten Mal ja Contra gespielt habe und das so cool war, habe ich gedacht, ich muss auch ein paar schlechte mal spielen. Sonst bleiben mir irgendwann einmal nur noch schlechte über. So, dann mache ich auch noch fertig da. Aha, jetzt kriege ich eine blaue Rüstung. Die ist vielleicht irgendwie besser. Okay. Ah, ich kann auf meinen Kopf klicken. Okay. Das Einsammeln macht hier natürlich schon Sinn. Ah, einen blauen Helm. Jetzt bin ich gleich super aus dem Start. Ich will gleich unbesiegbar sein hier. Ah, dann springt er manchmal nicht gescheit. Also sie. Geld, sehr gut. Braucht man auch mal. Eieiei. Ah, okay, ich kann auch nach unten hauen. Ne, man kommt ja auch doch auf einiges drauf hier. Ja, nein, es ist schon... Ah, jetzt kommt da der Pfeil- und Bogenschießer. Die Frage, wie mache ich den? Wie kill ich den? Hüpf doch! Okay, einfach drüber und drauf. Komm raus! Feigling. Weg ist er. Die Musik, das kann doch nicht die unmögliche Ernst sein. Geh weg! Ich will da weg! Ich will da weg! Alles platt hier. Die Kollisionsabfrage ist wirklich mies zum Teil. Aha, was habe ich jetzt da? Riesenkugel, cool. Ist schon richtig mega aufgebaut. Ja, da geht was weiter. So wird gespielt. So geht das. Aha, was habe ich jetzt? Noch awesomere Rüstung. Dein Wahnsinn. Was ist jetzt los? Oh, die Zeit geht aus. Jetzt haben wir fast die Zeit ausgegangen. Und was ist jetzt los? Es ist schwarzer Bildschirm. Bin ich gestorben? Ich bin gestorben, weil mir die Zeit ausgeht, oder wie? Nein. Schon langsam war ich doch jetzt auch wieder nicht unterwegs. Oh Mann. Ja, einerseits braucht man Zeit, um sich Zeug zu holen, damit man nicht zu schwach ist. Andererseits darf man auch nicht zu langsam sein. Also, naja. War ja ein Arcade-Spiel, ursprünglich, das dann für den NES gemacht worden ist. Da macht diese Zeitbeschränkung natürlich dann mehr Sinn. Da will man natürlich, dass schnell der nächste kommt und wieder eine Münze in den Automaten wirft. Aber hier macht das einfach kaum Sinn. Komm schon, hüpf doch, hüpf, Scheiß. Da gescheit durchgehen da. Hüpf, hüpf, hüpf. Bin ich tot? Wieso bin ich jetzt tot? Ich bin mir nicht sicher, wieso. Bin mir da nicht so sicher, warum ich jetzt tot bin. Soll ich es nochmal probieren? Ach was, ich probier's nochmal, was soll's? So, erstmal den Kicken da, bis er das Jojo hergibt. Jojo, er mit dem Jojo. Wahrscheinlich ist es kein Jojo, aber ich sag mal, es ist ein Jojo. Nehmen wir uns das da. Was ist das?
Hammer auf den Kopf, Geld ansammeln, hab keine Ahnung wofür, Punkte bringen, glaube ich, kaum irgendwas. Da. Ja, also ein bisschen Fun macht es schon, aber es ist jetzt, wenn ich die Auswahl habe, irgendein NES-Spiel zu spielen, ja, wird die Wahl wahrscheinlich nicht auf dieses fallen. Aber das schlechteste NES-Spiel ist es mal nicht, sage ich. Da gibt es sicher schlechteres. Also, könnten wir mal sagen, wenn ihr wollt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Was ist euer schlechtestes NES-Spiel? Was meint ihr, ist es am schlechtesten? Ich glaube nicht, dass es das hier ist. Athena ist es nicht. Nein, ich bin mir sicher, da gibt es viel Schlimmeres. Jetzt kommt der gerne grüne Blobby, hat mich gekillt. Okay, ich glaube, ich lasse dabei. Ich glaube, ich lasse es dabei. Ja, das war's für mich. Das war's für mich. Ist schlecht, aber... Manchmal ist es so, wie manche Leute sich extra schlechte Filme anschauen, kann es auch manchmal lustig sein, sich extra schlechte Videospiele reinzuziehen. Habe ich mal gemacht. Ja, werde ich es nochmal einlegen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Gut, wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Let's Play. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao. Bye, bye.